Die Revolution beginnt im Kopf. Darüber möchte ich sprechen. Kurze Geschichte einer Rebellion. Ich fange anders an. So fange ich an. In Köln, also das weiß ich, steht das hässlichste Haus Deutschlands. Das ist wirklich so. Das ist in der Nähe vom Mediapark. Also wenn du im Hansaring beim Saturn reinfährst, ein Stück hinter, das ist so hässlich. Das ist eine Bank. Oder eine Versicherung. Auf jeden Fall so ein architektonisches Verbrechen in Glas, Stahl, Chrom. Und an die Fassade dieser Yuppie-Butze hat irgendjemand sehr Mutiges Punks Not Dead gesprüht. Und das gefällt mir. Immer wenn ich in Köln bin oder oft, stehe ich früh auf, gehe dahin, um mir das anzuschauen. Wie da jeden Morgen diese ganzen Banker, diese Versicherungsheinze, diese ganzen Ciabatta-Brotfresser in ihr voll verchromtes Ausbeutersilo gehen, nur um lesen zu müssen, dass der Punk einfach noch nicht tot ist. Ich kann das total empfehlen. Mach das, das ist... Das tut einem gut. Und es kommt dazu, dass man in dem Haus kann man nicht telefonieren. Da gibt es kein Netz oder man darf nicht. Auf jeden Fall, kaum sind drei drin, kommen zwei raus. Und das ist noch schöner. Wie die so auf der Straße stehen, vor ihrem Arbeitsplatz und sich telefonieren, ihren Steuerklasse 1 Arsch abfrieren. Und drüber steht, Punk's not dead. Dabei ist der Punk in der Gegend sowas von dead, das glaubt er nicht. Das Graffito hat trotzdem niemand weggemacht, weil es stimmt. Und jetzt kommt die Geschichte. Das letzte Mal, wo ich da auf der Lauer lag, um mich zu ergötzen, es war erst alles wie immer. Der Banker ging rein, kam wieder raus, sprach in sein Handy rein, Punk's not dead, alles wie immer. Auf einmal, völlig unvermittelt, ließ der sein Handy sinken und brüllt aus Leibeskräften. Ihr Wichser! Das ist mein Kopf! Ich dachte, wow. Jetzt geht's los. Irgendwas ganz Großes muss passiert sein. Ich meine, so ein Entscheider, so ein Banker, Manager lässt sich so gehen. Das war richtig Punk. Was mag in ihm vorgegangen sein? Was soll das überhaupt heißen? Ihr Wichser, das ist mein Kopf. Ich musste kurz an diesen Film denken. Being John Malkovich. In dem Film geht es darum, dass Leute gegen Geld ein halbes Stündchen im Kopf des Schauspielers John Malkovich verbringen dürfen, sich da alles anschauen. Und der brüllt auch in einer Tour, dass es sein Kopf sei und dass er das nicht mag. Aber sowas gibt es gar nicht in echt. Und selbst wenn es das gäbe, was wäre in so einem Bankerhirn los? Da zahlt keiner Eintritt. Da ist ja nichts zu sehen. Ein paar Tabellen, die Leasingrate für die Bulltop-Küche, dass er seine gottverdammten Nordic Walking Sticks irgendwo hat liegen lassen. Was für das Hinterletzte ist, Walking ist der Trendsport Nummer 1. Das ist zum Walking, das ist Gehen. Gehen am Stock und das schaut scheiße aus. Es ist... Ist gut. Es ist völlig egal. Es ist die Erfindung irgendeines Norwegers im Klimawandel. Den deutschen Deppen verkaufen wir Stöcke auch ohne Schnee. Zurück zur Geschichte. Was mag in diesem Typen, der letztlich an Karl-Heinz-Haftigkeit nicht zu überbieten war, was mag in ihm vorgegangen sein? Ihr Wichser! Das ist mein Kopf! Ich dachte, irgendein Sicherungshebel in ihm wurde umgelegt und der Typ bricht aus. Der rebelliert. Das dachte ich, bis ich die Tauben sah. Vorbei Köln, solange es solche Tauben gibt, ist der Punk am Leben. Danke für die Aufmerksamkeit. Aus Freiburg, yes, Jochensen.